Ach ne. Ah, hier. Das sieht schon eher nach einem Aussichtspunkt aus. Ich dachte gerade, das ist ein bisschen niedrig. So, und wir synchronisieren in Richtung Mauer, gucken wir hin. Dabei. Ja. So machen wir das. Geil. So, da gibt es noch eine Diebstahlmission. Och Mann. Die mag ich nicht. Was gibt es denn hier sonst noch? Da gibt es noch einen Aussichtspunkt. Ich würde sagen, ja, machen wir so hier einen schönen Kreis oder... Ach Mann. Wovor flieht er nur? Er sollte keinen Ärger machen. Er sollte keinen Ärger machen. Bam. Hau ich da erstmal die Frauen um. Ist er verrückt geworden? Was deine Güte? Na? Och, jetzt kommt er da nicht hoch. Jetzt kommt er da nicht rüber, oder was? Hey, was tut er denn? Oh Gott, die Lache klingt voll krank. Sprachfehler. So, das sieht aus wie... Oder hört sich an, als könnte man da auch noch praktisch so eine Mission machen. So eine Verhörmission. Nein, ein hoch, dann rüber und dann nochmal hoch. Ganz kurz. Alles klar, passt. Nein, hoch damit dir. Oh, was sollte denn das jetzt? Beim Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein, alles klar. Cool. Aussichtspunkt trotzdem erklommen. Das hätte ich nicht parkieren brauchen. Der unsere Stadt vor der sicheren Zerstörung errettete. Er gab sein Gold, um uns satt und gekleidet zu sehen. Seine Männer schüren unsere Feuer, auf das uns warm wird. Seine Herzlichkeit kennt keine Grenzen. Alles, was wir besitzen, verdanken wir ihm. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Na dann, befragen wir den mal, ne? Habe ich euch nicht gerade gebeten, vorsichtiger zu sein? Warum behelligt ihr mich? Wollen wir wetten, da kommen wir nicht durch? War so klar, war so klar. Ja, ja, ist ja gut. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Was denn jetzt? Oh, halt's Maul. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Nein, nicht den. Alter, jetzt ist hier wieder Fenstermodus, ne? Das gibt es nicht. Hier ist eine gute Stelle. Dafür werdet ihr teuer bezahlen. Ey. Ey! Ich glaube bei dem... Ich... Oh, allein schon! Allein schon! Alter, der macht mich fertig! Scheiß Spacko, ey! Kaum gehe ich hier aus der Deckung raus und will zuschlagen, schlägt er zu. Die ganze Zeit schlägt er zu. Ja, trotzdem wirst du sterben. Denkst doch wohl selber nicht. Viel Glück! Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten.
Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Ja, wer es glaubt. Und tschüss. Alter, voll in die Eier. Wie fies ist das denn? Ach. So, ich muss ganz kurz das Spiel neu starten, da aus irgendeinem Grund es wieder so freundlich war und in den Dingsmodus umgeschaltet hat. Fenstermodus. Deswegen, oh, ganz kurz noch da die Bürgerhelfen-Mission machen wir eben noch fix. Die machen wir eben noch fix. Alleine nur, weil ich da rausgelaufen kam. Ach, komm. Wo ist es? Da. Bam. Bam. Nein, zu früh, scheiße. Fresse halten. Und dann kommt wieder so einer, ne? Ja, ganz ver... Oh, gekontert. Bam! Und tschüss. So, Templar ist eliminiert. Oh, geil. Hat mal eben volles Leben gebracht. Ja, ich wollte ja nur kurz helfen, ne? Selbst schuld. Was laberst du aus so viel? Ja, von zwei Seiten. Feiglinge. Oh, voll reingelaufen. Och komm, hört auf zu nerven. Bam. So. Mongos. Was soll denn das? So, wo ist er? Das gibt's nicht. Och man, ja, nee. Irgendwie kacke. Ihr folgt einem falschen Gott. Ja, das will ich jetzt eben noch machen, weil ich hier gerade in der Nähe bin. Ich muss nur aufpassen, wenn ich zu sehr nach links drehe, die Kamera. Bitte. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ja, wünschte ich auch. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie Mach das. Ein wahrer Held benimmt. Man sieht sich. So, ich habe jetzt gerade, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen hier abgenervt. Jawohl, haben wir Gelehrte. Alles klar. Ich starte kurz das Spiel neu. Bis gleich. Ciao. So, gesagt, getan. Ich bin wieder zurück. Habe kurz neu gestartet und werde nun diesen Aussichtspunkt dort erklimmen. Und ich laufe in die falsche Richtung. So. Das ist die richtige Richtung. Und das geht abwärts. Uiuiuiuiuiui. Tja, man weiß nicht. Habe ich meinen Verstand verloren? Das hast du... Ja, das habt ihr gut erkannt. Da komme ich nicht hoch. Das ist kacke. Da wollte ich nicht hoch. Ist der verrückt? Da will ich immer noch nicht hoch. Immer noch... Immer... Oh, noch nicht. So.
Da wollte ich eigentlich auch nicht hoch. Ich will da lang. So. Boah, voll die fette Gruppe hier. Oh, die verrückten Klingen hört man voll laut. Seltsam. Gut, dann hier. Da kann ich nicht hoch. Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Da komme ich nicht hoch. Nein, da komme ich nicht hoch. Mann, jetzt muss ich mir dann Weg hochsuchen. Noch mal schauen. Ich bin der Zerstörer. Da oben kann ich hochklettern, aber da vielleicht. Da. Dann doch hier erstmal hoch. Warum tut er das? Seltsam. Seltsam. Na. Hallo? Was macht er da? Ich klettere. Ungläubiger hier. Und tschüss. Der hat einen Abflug gemacht. Und ich kletter jetzt hier hoch. Uiuiui, das scheint ein ziemlich hohes Gebäude hier zu sein. Und weiter geht's nach oben. Oh ja, das ist ein wirklich hohes Gebäude. Alter Schwede. Das ist, glaube ich, sogar das höchste hier, ne? In der Stadt. In Damaskus. Oh, Alter, ich bin immer noch nicht oben. Mein Gott. Das ist echt ein großer Turm. Ziemlich langes, großes, hartes Ding. Aber jetzt sind wir oben angekommen. Wow. Das sieht richtig heftig, episch, mega geil aus. Ah. Ja, und... Was soll ich denn da machen überhaupt? Ach so, belauschen. Bank, Bank, Bank. Alter, ich bin kurz davor, den einfach abzustechen, ne? Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Gut, er bereitet also ein Fest vor. Na dann. Nächstes Ziel markiert und geht direkt auch weiter in die Richtung. Was wollt ihr? Ja, tut mir leid. Oh cool, da haben wir es ja schon. Was? Warum hast du den Schiff immer kämpfen?
Ungläubiger, ich...